Hallo, ich bin Fatih. Und ich bin Hira. Zusammen sind wir Gensch Kers. Und heute backen wir zusammen einen super schokoladigen Brownie in einer Minute. Und der ist, wie gesagt, super schokoladig, geht sehr schnell und ist eine gesündere Alternative zu den Fertigprodukten aus dem Supermarkt, weil wir benutzen keinen Zucker. So, lasst uns loslegen. Genau, dazu möchte ich euch zuerst mal die Zutaten vorstellen. Und zwar haben wir 3 Esslöffel Dinkelmehl in unserem Fall, aber ihr könnt auch Weizenmehl benutzen, was ihr einfach zu Hause habt. Dann haben wir Kakao, Backkakao. Wir benutzen als Süßungsmittel Traubenmelasse, ihr könnt aber auch Ahornsirup, Erythrit, also was ihr benutzen wollt. Erythrit? Das ist eine Zuckeralternative. Ich kenne mich da auch nicht sehr aus, aber wer sich auskennt, kann es gerne benutzen. Dann haben wir hier Mandelmilch. Zartbitterschokoladestückchen, damit es noch schokoladiger wird. Dann haben wir noch Backpulver und Öl. Ja, das war's auch schon. Genau, und dann können wir eigentlich auch sofort loslegen. Genau, wir nehmen zuerst die Trockenzutaten. Da haben wir einmal, wie gesagt, Backpulver. Ich mache das mit, oder wie? Genau, und genau, wir machen das so in einem Tonschälchen, diesen Mikrowellen geeignet, weil unsere Mischung wird dann für eine Minute in die Mikrowelle kommen. Ihr könnt es aber auch genauso in einer Tasse machen. Genau, aber wir benutzen jetzt diese hier. So, jetzt haben wir Backpulver drin. Dann kommt der Mehl rein. Das Mehl. Ja, die das. Ja. Und dann? Wir brauchen den Löffel noch fürs Umrühren. Ah, okay. Dann kommt der Kakao rein. So schwierig zu sein, dass ich auch noch gerade hinbekomme. Das ist eigentlich kinderleicht, wie gesagt. Dann verrühren wir die Trockenzutaten erstmal so ein bisschen, damit alles vermengt wird. Genau. Also ich sag's euch, wenn ich mal irgendwie so Heißung auf was Süßes habe, greife ich dazu hin. Das ist eigentlich so ein Notfallplan für sonntags, ja, oder? Wenn sogar irgendwelche Supermärkte zu haben. Genau, die Zutaten hat man eigentlich auch immer zu Hause. Ja. Und man hat mal Lust, so zwischendurch mal einen Kuchen zu essen. Ja. Und man will halt nicht rausfahren oder sonst was. Und kann man das ganz zubereiten. Super einfach. So. Zwar nicht so ideal für die Linie, aber wir machen ja eine gesündere Alternative von daher. Ja. Ja. So, wenn ihr es so ein bisschen vermengt habt, also so, ich zeig mal, Mehl und Kakao, kommen die Flüssigzutaten, also Milch, also Mandelmilch. Hier könnt ihr auch genauso ganz normale Milch benutzen oder Sojamilch, also was ihr benutzt. Wir benutzen Mandelmilch, dann 2 Esslöffel Öl. Das machen wir mal jetzt so. Gibt es da eine Vorgabe wegen Öl? Also ich würde sagen Pflanzenöl. Ich würde jetzt keine Butter oder so benutzen. Und ich würde ein neutrales Öl wie jetzt Rapsöl benutzen. Also Olivenöl schmeckt ja etwas bitter. Ja, ich tue es dir mal gerade auch rein. Ja, danke. So. Das Ganze umrühren, oder wie? Ja, so, aber ich würde zuerst auch Die Traubenmelasse noch mit reintun. Ja, stopp, ich habe ein bisschen Appetit bekommen. So, das kann ich auch so zusammenkratzen. Ja, ich habe auch super Lust drauf jetzt. Und wir sind auch gleich fertig eigentlich. So, was ich noch sagen wollte, hier müsst ihr wirklich gut umrühren, weil mir ist einmal passiert, dass am Boden so ein bisschen noch trockener Mehl war und das war jetzt nicht so schmackhaft. Und je nachdem, wenn ihr zum Beispiel noch ein bisschen mehr Flüssigkeit braucht, könnt ihr Milch hinzufügen, wenn ihr meint, dass der Teig zu fest geworden ist. So, ja, schön. Ich hätte nie gedacht, dass ich backen kann. Aber so mit solchen Rezepten, ja, ist das ganz einfach. Okay. Umrühren. Da kommt auch kein Ei rein oder sonstige Das ist tierische komplett, Produkte also, eigentlich, genau, oder? Genau, das ist vegan.
Und Wahnsinn. Wie gesagt, wenn man jetzt Milch reintut, ist es halt mit Milch, aber es ist nicht so. Ist nicht zwingend notwendig. Mhm. Und also für den Geschmack macht es einen Unterschied? Nein, ich glaube nicht. Also man könnte, ich habe das nicht getestet, aber ich glaube, man könnte sogar Wasser benutzen. Ah, okay. Für die Tränen, ja. Okay, meins ist, glaube ich, soweit fertig. Hast du auch, guck mal, zum Beispiel hier, ich habe hier noch so ein bisschen... Man muss, glaube ich, aufpassen, auch in den Ecken, da bleibt was übrig, alles gut durchrühren, damit auch... Ja, nichts verloren geht. Ich würde das so essen. Das sieht schon aus. Hat jetzt eine puddingartige Form an. Ich zeig mal die Konsistenz, Genau so wie eigentlich so wie ein Kuchenteig. Mhm. So. So, jetzt kommen wir eigentlich. Jetzt können wir essen oder? Nee, jetzt essen wir nicht. Jetzt verteilen wir mal so ein bisschen den Teig so schön gleichmäßig. Mhm. Und genau, ich nehme mal diesen Löffel noch. Und scharf. Die Schirchen für eine Minute in die Mikrowelle. So, fertig sind unsere Brownies. Kommen jetzt raus. Sieht so lecker aus. So, jetzt sind wir fertig mit unserem 1-Minuten-Brownie. Es hat viel Spaß gemacht wieder heute. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine unserer Videos verpasst, auch zu liken. Daumen hoch. Ja, und wir werden künftig immer versuchen, Bewertungen abzugeben hinsichtlich verschiedener Kriterien. Seite, Webseite, Blog, da geht es um Nachhaltigkeit, Gesundheit und diese Aspekte wollen wir auch mit einbauen in unsere Videos. Und ihr seht die Bewertung. Die erste Bewertung war? Genau, ist das Rezept vegan, vegetarisch? Also in unserem Fall ist sie vegan, deswegen geben wir in dieser Kategorie 5 von 5 Punkten. Nächste Kategorie? Haben wir Verpackung. Also wir hatten eigentlich Glas, Tetrapack und Karton, also Papierverpackung. Deswegen geben wir 4 von 5 Punkten. Genau. In dieser Kategorie. Dann haben wir Preis. Also preislich ist dieser Brownie eigentlich ganz günstig, außer wenn ihr zum Beispiel Mandelmilch benutzt, ist die etwas teurer, sage ich mal. Deswegen geben wir 4 von 5 Punkten. Exakt. Und zuletzt Regionalität ist leider ein bisschen schwierig. Also die Mandelmilch kommt aus dem Mittelmeerraum. Und der Kakao leider aus Südamerika, deswegen geben wir 2 von 5 Punkten. Genau. So, das war's für diese Woche von uns. Wir wünschen euch noch eine gesunde und nachhaltige Woche und freuen uns auf das Wiedersehen. Und bis dahin eine schöne Woche. Und viel Spaß beim Nachmachen. Ja, gut.